Ich habe nicht genug Geisteskraft. Hier droppt aber auch nur Mist, ey. Schlimm. Yay, Level 5. So schnell geht das. Gleich mal schauen, okay? Ihr stürmt durch die Reihe eurer Gegner, fügt ihnen Schaden zu und stoßt sie zurück. Das klingt auch sehr gut. Mal testen, was das dann bringt. Nicht wieder bereit. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Ich kann nicht mehr tragen. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Zeit ist noch nicht gekommen, alter Mann. Folgt mir. Lea wartet auf euch. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. Welches Level sind wir denn überhaupt jetzt? Level 5. Mal gucken, ob hier was in der Truhe ist. 9, 17, 9, 9. Okay. Ja. Onkel,
du lebst. Dank dir und deiner Freundin hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Nichtsdestotrotz, der Skelettkönig versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Ja, ja. Wenn du etwas nicht kaufen willst, dann fass es auch nicht an. Ich mag es, wenn meine Waren sauber sind. Was kann man mit den Pilzen machen? Das würde ich ja nur zu gern mal wissen. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen. Habt ihr gehört? Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Das ist noch nicht bereit. Hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Nun, Hedrick, Deckard Cain erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leorix Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Na sicher. Aber ich denke mal nicht, dass der noch am Leben ist.
Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung!